Nürburgring. Beim 42. AVD Oldtimer Grand Prix treffen sich Rennlegenden und Sportwagenklassiker. Opel Classic zelebriert die Opel Motorsportgeschichte mit einem Demolauf. Klassiker wie Schwarze Witwe, Rallye Kadett, Rekord C, Manta A Irmscher, Ascona B Gruppe 2 und Kadett C GTE sind wahre Publikumslieblinge. Am Steuer bekannte Helden der Marke mit dem Blitz. Royals Zeitmaschine katapultiert ihn ins 24-Stunden-Rennen von Spa, bei dem der Rallye-Profi mit Rauno Altonen 1975 an den Start ging. Ganz coole Erinnerungen. Ich bin damals Spa gefahren, eines meiner ersten Autorennen im Leben. Und das Einzige, was ich wusste, dass damals die Alfa GTA aus Italien, die waren die überlegenen Autos. Da waren drei Werksautos am Start und ich habe nur einen Gedanken gehabt, ich muss schauen, dass ich da in die Nähe von denen komme. Und habe dann nach einer Stunde, wo es das erste Gesamtklassement gab, war ich vor denen gelegen mit Manta. Und das Auto liebe ich, weil das von der Form das schönste Auto überhaupt ist. Und darum ist es toll, dass ich heute Gelegenheit habe, das Auto wieder mal zu bewegen. Joachim Jockel Winkelhock, erfolgreicher Tourenwagenpilot und Le Mans-Sieger, startet mit einem mehr als 100 Jahre alten Opel-Rennwagen, dem Grand Prix-Rennwagen von 1913. Ich bin schon gespannt, was jetzt geht. Und ja, so ein altes Ding. Ich meine, was die Jungs damals geleistet haben vor ja, über 100 Jahren. Das Ding ist aus dem Jahr 1913. Also alle Achtung, Männer ohne Nerven. Ich freue mich drauf. Das für seine Zeit hochmoderne Fahrzeug eine große Herausforderung für den Profi. Das Gaspedal ist in der Mitte, Bremse rechts, Kupplung links. Ich muss von außen Handbremse mitbremsen, also weil hier geht nur die normale Fahrzeugbremse, geht nur auf die Hinterachse. Also alles ist was nicht ganz so einfach, aber ich werde es irgendwie hinbekommen. Opel-Finanzvorstand Michael Loscheller pilotierte beim Demolauf einen Commodore B GSE Coupé. Die Zahlen sind ja auch spannend und wir freuen uns natürlich auf die Fahrt heute am Nürburgring. Großer Spaß. Sind Sie sowas schon mal gefahren? Erstes Mal heute. Ich konnte es gar nicht glauben, dass das Auto 40 Jahre alt ist. Das fährt nämlich ganz vernünftig. Ey. Das ist also, wenn du da nicht wüsstest, dass das ein altes Auto ist, fährt hier perfekt. Also das ist wirklich beeindruckend. Da sieht man erst wieder, was vor langer Zeit die Opel für gute Autos gebaut haben. Gell? Phil Koppenborg, Opel-Fan, feierte seine Premiere als Co-Pilot bei Winkelhorn. Ja, war auf jeden Fall ziemlich heftig. Also hat ziemlich Spaß gemacht. Der hatte immer schöne Fehlzündung, war schön am Knallen. Man saß da ganz gut drin, man war ja nicht angeschnallt oder gar nichts. Lenkrad hatte gut Spiel, haben wir ein bisschen gelacht. Also da konnte man schon fast eine Viertelumdrehung machen, ohne Lenkeinschlag zu sehen. Aber generell die Technik, über 100 Jahre alt, ist schon krass, was sie da gebaut haben. Opel Classic zeigt beim AVD Oldtimer Grand Prix am Nürburgring auch diesmal einen gelungenen Querschnitt durch die Opel Motorsportgeschichte.